Willkommen bei Cesa Automotive. Neues Jahr, neues Glück, neues Projektauto, Mini Cooper SE. Wir sind elektrisch unterwegs, so wie es jetzt gehört. Und ja, holen wir jetzt ab beim Autohaus Pattel in Neumarkt. Und Brandy, machen wir los, ne? Ich bin auch, glaube ich, gefühlt jetzt ein halbes Jahr nicht mehr mit dem Golf gefahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht, aber schon, ja, links, rechts, geht alles so. Fährt alles noch, ja. Bremse, schaltet, top. Ja, Brandy, was holen wir da? Ich habe das mal kurz ausgedruckt. Ja, wir haben die Daten da. Also grundsätzlich, ne, so typisch CSR, wir kaufen ja die Autos nackt, weil wir bauen ja genug Plastik dran. Aber was hat denn der so? Ich glaube, Batterie hat er, ne? Genau, also voll elektrisch auf jeden Fall, ne? Ist ja auch schon mal wichtig. Also Silber ist er auf jeden Fall. Silber, also das ist auch Standard. Genau, innen steht noch Piano Black. Hört sich nach Klavierlack an einfach. Schwarz, schwarz. Ja. Mal gucken, was man da für eine Farbkombination. Ich gehe davon aus, dass wir da so ein bisschen mit Aufklebern spielen. Jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt eine Komplettfolierung wie jetzt bei dem Golf. Sondern lassen wir mal das bicolore Schwarz-Silber von dem Auto noch ein bisschen wirken. Ist ja auch schön eigentlich die Farbe. Ja, ist es so ein dunkles Silber. Ja. Ist nicht ganz so ein Opa-Silber, so wie man das kennt von den Mercedes-Fahrern aus den 90er Jahren. Oder jetzt noch immer. Ne? 233 Kilometer Reichweite. Sagt er. Bin gespannt. Ich auch tatsächlich. Das werden wir mal ausprobieren. Ja. Da müssen wir aber sicher extrem langsam und behutsam mit dem Gaspedal umgehen. 184 PS hat er, was ja in Ordnung ist, aber dann ist die Reichweite natürlich auch noch schneller weg, glaube ich, wenn du die ausnutzen wolltest. 7,3 Sekunden, glaube ich. Ne? Ich habe das nachgeguckt. Finde ich gar nicht schlecht. Ist in Ordnung, ja. Kann man nichts sagen. Und vom Gewicht ist auch gar nicht so viel. Nee, ich habe auch mehr erwartet. Ja, ich dachte auch, es ist ultra schwer. Ja. Aber leer 1440 Kilo, was ja auch wieder. Hat so ein Golf auch. Ja, was echt in Ordnung ist. So ein GTI. Diese 7,3 Sekunden, das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. An der Ampel hört sich das danach an, wie wenn man sich mit so einem Polo GTI oder so anlegen kann. Ja, denke ich auch, ja. Na, oder was hat zum Beispiel ein Polo GTI? Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wird wahrscheinlich auch. Ich denke mal, wird so um den Dreh vielleicht liegen. Ne? Oder, ja. Oder was hat denn der normale Golf GTI 7? Wäre auch mal interessant zu wissen, muss man mal googeln. Ja. Aber ich glaube ein bisschen weniger, die haben glaube ich so um die 6,5, 6,8. Also mein 6, Fokus 8. hat 6,6. Ach, Beispiel. Den machen wir platt. Ja, den das Brandy, das machen ja, wir. Ja. Wir machen Fokus gegen Mini-Elektrisch. GPS-Messung, da bin ich echt gespannt. So, ansonsten, wie gesagt, abgeholt wird das Auto beim Autohaus Pattel in Neumarkt. Das ist jetzt hier bei uns ein sehr sympathischer und cooler BMW und Mini-Dealer. Hat sich vor allem bei den BMW-Modellen auf die M-Modelle da spezialisiert. Also vom Chef selber die Auskunft ist, BMWs ohne M oder M-Paket verkauft er äußerst ungern. Und der Vater sowie der Sohn, die dort im Geschäft tätig sind, sind auch aus dem Rennsport oder im Rennsport unterwegs. Also die leben auch die Marke und leben auch das Auto, sage ich mal. Und machen das nicht nur aus einer kaufmännischen Geschichte raus, sondern eben, weil sie einfach Bock auf Motorsport und coole Kisten haben. So, und jetzt haben wir es geschafft. Sind wir da? Wie gesagt, Neumarkt, Pattel, Mini-Dealer, im Übrigen natürlich auch BMW. Ganz klar, coole Jungs und die haben auch die Autovorbereitung schon vorbereitet. Oder die Autoübergabe vorbereitet, sorry. Gehen wir mal rein zum Erich. Erich, ich grüße dich. Servus, Dominik. Hi. Hi. Servus. Wir haben hier Mini Cooper SE für dich, voll elektrisch. Du hast ja schon ein Auto bei uns abgeholt, den X5 als Hybriden, auch elektrisch. Auch cooles Auto auf jeden Fall. Und darum sind wir hier. Ich glaube 184 PS, wir haben vorhin schon mal philosophiert. Genau. 7,3 Sekunden von 0 auf 100.
geht ja fast in die Richtung GTI. Ja, richtig gut. Ist halt ein Cooper S. Also ja? Deswegen die Leistung, es sollte ein S bleiben, auch wenn er elektrisch ist. Okay. Ist es jetzt ein komplett neu und auf elektrisch konstruiertes Auto oder ist es ein elektrifiziertes Auto? Ist ein elektrifiziertes Auto. Also es ist noch so wie jetzt der Golf, als E-Golf genau. Früher war und so weiter. Genau, Karosserie, nichts verändert, Platz, alles das Gleiche, auch im Kofferraum. Also die Batterie nimmt nichts weg, alles gut. Hat er dann eigentlich im Endeffekt Vorteile. Ja, dann würde ich sagen, zieh mal ab, Das gute Stück. Ja, geil. Ach, hoch wie ein Hochhaus. Ha? Fangen wir mal damit an. Aber schick, du das Silber gar nicht so Opa-Style-mäßig. Wir haben auch da vorher schon mal drüber gesprochen. Ansonsten haben wir den ja, machen wir immer so für die Projektautos nackig genommen, oder? Ich glaube, es war gar nichts drin, oder? Haben wir ja, er hat schon ein Ausstattungspaket, aber es ist, ich sag mal, mehr die Standardausstattung. Es gibt nur noch zwei Pakete, beziehungsweise jetzt auch drei. Ja. Das größere Paket hätte dann Schiebedach und alles mit dabei, aber das wollten wir ja nicht so. Ne? Nee, wir haben halt zusätzlich die Piano Black Exterior mit dazu genommen. Ach so, das ist dabei. Das haben wir mit dazu bestellt und auch cool. Im Innenraum dann den dunklen Dachhimmel, dass einfach ein bisschen geil. Die genau. Sportlichkeit dabei bleibt. Genau, das ist natürlich auch cool. So, und hier sind die Vollschalensitze. Nein, aber ist das ein anderer Sitz vom... Das ist der Cooper S Sportsitz. Also das ist der Cooper S Sportsitz. Den kriegst du gleich mit dazu letztendlich. Ja. Ah ja, diese ganzen Annehmlichkeiten, Elektroannehmlichkeiten, hat er dann auch so ein Navi drin und... Ist alles standardmäßig mit dabei. Alles standardmäßig dabei. Er hat LED-Scheinwerfer, Navigation ist mit drin, die Klimaautomatik haben wir dabei, Sitzheizung, das ist alles mit drin. Wir sind auch ganz froh, dass wir die Kiste noch, was es war, Zulassung 28.12. oder so? Genau. Bekommen haben, somit haben wir noch die komplette Förderung bekommen. Denn jetzt wird es weniger, ne? Jetzt ist es weniger. Wir haben früher über 9.000 Euro hier gesprochen, ja. 3.000 Euro Hersteller, 6.000 Euro Start. Ah ja. Und jetzt sind es insgesamt nur noch 6.000. Jetzt sind es insgesamt nur noch 6.000. Also sprich die Leasingraten oder eben dann die Kaufraten sind natürlich dann entsprechend höher. Ja gut, aber ich denke mal, es ist trotzdem noch interessant. Du kannst mit Sicherheit deinen Kunden und den Interessenten trotzdem noch gute Angebote machen. Ja klar. Oder? Ja klar. Und in diesem Jahr nochmal 6.000 Euro mitnehmen, ist mit Sicherheit interessant. Wie sind die Lieferzeiten aktuell? Der Markt ist ja ein bisschen wild, oder? Jetzt sind wir halt irgendwo zwischen 6 und 8 Monaten. So lange muss man schon drauf warten, bis man so ein Auto bekommt. Geht eigentlich, ne? Wenn du jetzt eine aktuelle G-Klasse bestellst, war das die 3 Jahre, glaube ich. Wenn sie es überhaupt noch rausrücken. Ja, stark, super. Du hast gesagt, kofferraumtechnisch hat sich auch nichts verändert. Wo sind eigentlich die Batterie dann bei dem Auto? Naja, die befindet sich hier unter der Rücksitzbank und geht ein Stück in den Mitteltunnel mit vor. Also wir haben die Gewichtsverlagerung auf der Hinterachse, beziehungsweise so ein bisschen wie so ein Mittelmotorkonzept dann vom Gewicht her. Genau. Okay. Ne, Kofferraum ist gleich geblieben, hier unten drunter ist dann, sogar noch richtig dick. Ist der Platz fürs Lade-Equipment. Du kannst dich reinlegen, das ist Platz noch für dich. Super, was haben wir hier für... Ladekabel für die öffentlichen Ladestationen. Hier ist und Euro gibt es auch noch, Euro-Stecker. Genau, hier ist unser flexibel Fast-Charger, heißt der, wo ich eben dann das einmal über Haushaltssteckdose laden könnte. Ich kann aber auch ein Kabel für Starkstromsteckdose machen. Ah ja, so also Kraftstrom geht auch. Geht cool. Auch. Und das ist ja auch die Frage, wie lange brauchen wir bei einem... wir haben jetzt zum Beispiel 11 kW Lader, nee, 22 kW Lader. Nimmt der die 22 kW? Nee, nimmt er nicht. Was nimmt er? Naja, es ist hier, wenn ich sage, eine normale Wallbox hat er 11 kW. Genau, ja. Nimmt er die voll? Oder sind die nimmt er und wir haben halt hier dann eben, wir haben eine 32 Kilowattstunden Batterie, also er ist ja in 3 Stunden ist er dann voll. Dann ist er voll. Bei 11 kW, ja klar. Es geht schon schnell, weil der Speicher eben ja nicht ganz so groß ist bei dem Auto. Ja, und ich glaube, 230 Kilometer ist WLP-Gedingse da? Ja, es ist mit 250. Wenn wir jetzt hier schauen, wenn das Auto hier drin steht und wir setzen uns mal rein. Ah, also auch geil, ne? Virtuell Cockpit. Er zeigt dann hier schon mal erstmal die 235 Kilometer an. Ja. Ne, das, wo ich über hier Fahrmodus-Schalter natürlich noch etwas erhöhen könnte. Aber sobald ich aus der Tür draußen bin, steht 200 drauf. 200. Okay, also 200 ist realistisch? Ja, ja. Auch bei dem Wetter jetzt? Ja.
Ah, das wird doch cool. Ja, wenn es natürlich minus 10, dann nimmt er schon noch mal etwas weg. Aber jetzt bei dem Wetter ist es machbar. Je nachdem, wie man halt auch mit dem Gaspedal umgeht, ist klar. Hauen wir uns mal kurz rein. Wie ist der Sitzkomfort? Ah, aber es ist immer noch diese steile Scheibe, ne? Muss man mögen. Ich bin ja ein bisschen Sportwagenfahrer. Neue Erfahrung. Aber ist geil. Man fühlt sich gleich wohl. Ach, das ist auch ganz anders jetzt hier. Dieser Kranz, der macht jetzt da so ein bisschen so einen Elektro-Style. Also innen ist schon sau cool geworden, oder Brandy? Was sagst du als Fokusfahrer, der mit Baujahr 1998? Oder was hat einer für ein Baujahr? U10, okay. Hat sich schon viel getan im Automobilbereich, ne? Okay, Erich, super. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das Auto irgendwie rauskommen. Wir fahren es hier raus. Das ist perfekt. Ich danke dir. Kein Problem. Organisation. Du weißt, was mit dem passiert. Ja, da kannst du spicken. Guck. Ja, hier, letztes Umbauprojekt. Schaut gut aus. Also wir haben hier gefühlt 500 Kilo Plastik dran. Mhm. Also es kann sein, dass die Reichweite von 230 Kilometer auf 100, auf 100 runter. Ganz plakatiert wird er nicht. Wir machen so ein paar kleine Applikationen, weil das Silber wollen wir nach wie vor ein bisschen rausspicken lassen. Okay. Die Sachen werden ja vorher am Computer designt. Ich werde ja immer mal ein paar Sachen rausschicken. Sehr schön. Dann siehst du, wie sich das verändert. Brandy, wir machen los. Wir haben einiges vor. In diesem Sinne, macht's gut. Kanal abonnieren. Vielleicht auch mal bei Paddel Automobile vorbeischauen. Vielleicht sind ja auch die richtigen Modelle für euch dabei. Und ja, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Servus.